Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, in dieser Woche endlich den von vielen ersehnten Verhandlungserfolg mit der Berufsfeuerwehr abschließen zu können. Bereits in der letzten Ratssitzung haben sowohl die Verwaltung als auch die CDU-Fraktion deutlich gemacht, dass wir sehr gerne zahlen würden, wenn wir denn eine rechtliche Möglichkeit für diese Zahlung sehen würden. Bislang ist die Zahlung daran gescheitert, dass die Ansprüche aus den Jahren 2005 und bis 2002 verjährt waren. Diese Verjährung kann jetzt anders gesehen werden, weil Anfang der Woche zwei eidesstattliche Versicherungen von zwei Feuerwehrleuten vorgelegt wurden. Die Verwaltung hat daraufhin zwangsläufig und auch folgerichtig das Gespräch mit der Feuerwehr neu geführt, die Verjährung neu eingeschätzt und gesagt, die Verjährung ist bereits seinerzeit gehemmt worden. Damit ist es jetzt möglich, die Ansprüche auch bezahlen zu können. Der Oberbürgermeister hat diese Verhandlungslösung mit der Feuerwehr und dem Personalrat der Feuerwehr diese Woche auch so bereits schriftlich festgelegt. Ich hoffe sehr, dass diesem Verhandlungsergebnis nunmehr auch 95% der Feuerwehrleute zustimmen werden, damit das Ganze dann auch bezahlt werden kann. Die CDU-Ratsfraktion freut sich sehr über diesen Kompromiss, denn sie steht zu ihren Feuerwehrleuten.